Schwäbischen. Seien es diese skurrilen Füße, solche wackeligen Beine oder auch eine bunte Hand. Der Harlekin Michael Berger ist hier ganz in seinem Element. In seinem selbst gegründeten Museum, dem Harlekineum, kann der Besucher eine ganz neue, faszinierende Welt entdecken. Nämlich eine des Humors und des Surrealen. Und manchmal auch eine verkehrte, wie etwa in diesem Raum, der auf dem Kopf steht. Der 71-Jährige ist eben ein Tausendsasser. Ich glaube, es gibt wenig Menschen, die diese Region so repräsentieren wie Michael Berger, auch wenn es sicherlich auf den ersten Blick nicht so erscheint. Aber Michael Berger ist ein extrem erfolgreicher Unternehmer. Er ist jemand, der die Infrastruktur dieser Region sehr zu nutzen gewusst hat, Gott sei Dank, die Messe. Das sagt er ja selber auch in dem Film mehrfach. Er ist extrem kreativ und innovativ. Er ist immer einen Schritt voraus, immer etwas weitergedacht. Jetzt ist sogar ein Film über das Wiesbadener Original entstanden. Gestern Abend hatte Michel im Wunderland in Wiesbaden Premiere. Die Dokumentation beschäftigt sich nicht nur mit dem Museum, sondern ist vor allem ein Porträt Michael Bergers und dessen künstlerischen Anfängen vor mehr als 30 Jahren. Michael Berger war das Faszinierende. Also das begreift man auch sofort, wenn man ihm begegnet. A, er als Person und dann B, dieses Universum, das er da in Erbenheim errichtet hat. Das ist kolossal beeindruckend und überwältigend. Und dann kommt halt dieser Mensch dazu, der wirklich, der wird auch nicht perfekt sein, aber der schon außergewöhnlich und sehr, sehr interessant und sehr, sehr bemerkenswert. Angefangen hat alles 1969 mit der Geschenkartikelfirma Harlekin. Voller Erfinderreichtum entwickelten Michael Berger und seine Frau einen Artikel nach dem anderen. Die Motivation dabei? Es geht ja um die Haptik, es geht ja nicht nur um Kunst, sondern es geht um das, was die Finger machen. Weil die Finger, das Begreifen im Kopf kommt ja vom Greifen mit der Hand. Darum ist wieder die Hand so wichtig und durch die neuen Mädchen, wo nur zwei Finger benutzt wird oder nicht mal mehr, sondern nur hin und her und hoch und runter geschoben wird, ist ja das nicht. Die Kinder wissen ja nicht mehr, was eine Birke ist, wenn man ihnen die Augen zumacht oder eine Eiche. Und da möchte ich wieder eben das Haptische in der Kunst und das Haptische überhaupt als solches im Alltag, im Tag des Alls, ist ja der Alltag, wieder hervorheben und spüren und dass die Leute wieder ein Gefühl, nicht die Leute, Kinder wieder ein Gefühl dafür bekommen. Die Geschenkartikelfirma gibt es zwar heute nicht mehr, dafür aber das Humormuseum. Übrigens das einzige seiner Art auf der ganzen Welt. Über 10.000 Ideen und Erfindungen sind hier mittlerweile zusammengekommen. Auf Rhein-Main-TV zeigen wir den Film über diesen ungewöhnlichen Künstler in voller Länge. Den ersten Teil von Michel im Wunderland können Sie ab dem 20.05. täglich um 20.15 Uhr sehen. Ab dem 27. Mai folgt dann der zweite Teil. Erneut eine Woche lang und ebenfalls um 7:45 Uhr.